Ja, hallo. Ja, ich möchte unsere ausländischen Mitbürger begrüßen aus Syrien, Afrika, Libanon, egal woher. Und wenn die Lust auf Trommelei haben, dann kommt zu mir, ne? Dann machen wir gemeinsam Trommelei. Ich frage gerade mal hier in die Runde, weiß jemand, wie es jetzt ausschaut mit dem 70-jährigen Jubiläum Kriegsende? Ist jetzt, glaube ich, am 10. oder so, jetzt am Wochenende feiern wir das Ende des Krieges, das Russland uns herbeigeführt hat mit 27 Millionen Verlust. Also 27 Menschen, 27 Millionen Menschenleben haben die Russen verloren und die Rote Armee hat uns quasi befreit von den Nazis. Und das wollen wir eigentlich feiern. Und da ist jetzt am 10. sind jetzt etliche, oder das frage ich mich, wann es ist, jetzt auf jeden Fall am Wochenende, Veranstaltungen von der Friedensbewegung. Und da wollte ich jetzt gerne mal wissen, weiß irgendwer Bescheid über dieses Wochenende, wann hier was ist und könnte dazu mal was sagen? 8., 9. Bitte? Ja. Ja, auf jeden Fall, das würde ich vielleicht nochmal recherchieren, weil wir haben ja jetzt ja nicht mehr so viel Zeit bis zum Wochenende. Aber da könnte man mal nachschauen, ob da nicht irgendwas ist hier in der Gegend, wo man sich anschließen kann zu einer größeren Demonstration. Denn das ist jetzt ja brandaktuell. Also wir feiern 70-jähriges Jubiläum und danken den Russen für das Ende des Krieges und danken den Russen für die Wiedervereinigung Deutschlands, damit, dass wir sie sanktionieren und in der Ukraine einen Scharfmacherkurs gegen den Osten fahren. Und ja, das ist natürlich widersinnig hoch 10. Und da sollte man sich mal besinnen, wem wir hier überhaupt unsere Existenz mehr oder weniger zu verdanken haben, dass wir hier nicht in Trümmern liegen oder dass wir es nochmal so gerade eben geschafft haben, dass wir überhaupt am Leben sind. Und da würde ich mal irgendwie aus der Vergangenheit eine Konsequenz oder eine Lehre fordern und mal einen friedlichen Kurs einschlagen wollen oder das sehen von meiner Regierung, dass das möchte ich gern sehen, dass das passiert. Und dazu denke ich, müssten wir demonstrieren auf der Straße, dass denen da oben klar wird, dass wir das so nicht hinnehmen, wir 99%. Also ich bin nicht dabei bei irgendeinem Scharfmacherkurs gegen Russland oder gegen sonstige Nachbarn hier in unserem Land, also gegen Griechenland oder die sonstige Hetze, die hier läuft, gegen Minderheiten, gegen Flüchtlinge, gegen Obdachlose, gegen Erwerbslose, gegen alle möglichen wird hier gehetzt und wird geteilt, wird gespalten, damit wir bloß nicht merken, dass das 1% uns da oben an der Nase herumführt. Aber ich bin dafür, dass wir das beenden. Und darum möchte ich gerne demonstrieren. Und ich finde, wir sollten alle mitmachen. Und dass wir mehr werden, dass wir jeden Montag mehr werden, dass wir diesen Sommer wieder richtig viele werden. Und dass wir diesen Sommer auch wieder hinten am Grünstreifen sitzen, nach der Mahnwache und es nochmal ein bisschen schön ausklingen lassen und ein bisschen Musik machen und uns gegenseitig ein paar Geschichten erzählen und uns bereichern einfach. Also, dass wir hier auch ein positives Gegenbeispiel geben, eine positive Gegenbewegung gegen den drohenden Verlust an Menschlichkeit in unserer Gesellschaft, dass wir einfach anfangen, wieder mit gutem Beispiel voranzugehen. Ja, Ben, aber die Menschlichkeit ist ja sowieso auf der Strecke geblieben. Und das ist das Allerschlimmste, was wir hier erleben. Anstatt uns damit zu beschäftigen, wie es uns besser gehen kann, lassen wir uns von dem 1% ausbeuten. Und liebe Leute, die hier vorbeigeht, ist euch eigentlich klar, dass man gerade beschließt, dass Bargeld
abzuschaffen. Wir werden demnächst kein Bargeld mehr im Portemonnaie haben. Jetzt sagt jeder, ist doch scheißegal, ich habe doch eine Kreditkarte. Super. Das ist das Problem, dass keiner den Unterschied zwischen Bargeld und Kreditkarte kennt. Bei Kreditkarten kann man einen Negativzins oder überhaupt bei allem Buchgeld kann man super schön einen Negativzins einführen. Und da sind die auch dabei. Und bei dem Bargeld geht das nicht. Man kann da ja nicht irgendeine Ecke abschneiden und sagen, ist jetzt der 100-Euro-Schein nur noch 97 wert, weil die Ecke abgeschnitten ist. Aber wenn ihr dann zur Bank geht und denen einen 100-Euro-Schein gebt, werden sie euch auf dem Konto nur 95 gutschreiben. Vielleicht werdet ihr jetzt langsam wach, was hier passiert. Ja? Das hört sich so harmlos an, dass die Banker jetzt sich treffen und überlegen, ob sie das Bargeld abschaffen. Es geht um Enteignung, Leute. Ich habe für 100 Euro gearbeitet und wenn ich dann damit zur Bank gehe, gebe ich 100 Euro ab und meinem Konto werden 95 Euro wahrscheinlich gutgeschrieben oder 97. Auf den Prozentsatz haben sie sich ja noch nicht geeinigt. Man hat ja schon angefangen. Der Negativzins ist ja für große Einkommen schon eingeführt, aber es hat ja nichts geholfen. Also überlegt euch, was ihr mit eurem Bargeld demnächst macht. Möglichst schnell zur Bank bringen, solange man noch 98 dafür kriegt. Vielleicht kriegt man einen Monat später dafür nur noch 90. Weiß man's? Ein ganz klares Zeichen, dass die Finanzkrise wieder schon kurz bevorsteht. Denn letztendlich glauben die Finanzmärkte ja so stark an ihr Finanzsystem, dass sie zu den stabilisierenden Maßnahmen ja relativ spät kommen, weil bis jetzt sind sie ja auch immer von uns Bürgern gerettet worden, die Banken. Ja? Kein anderer hat die Banken gerettet. Die Banken sind immer ganz gut dabei zu sagen, Gewinne, die müssen privatisiert werden. Und dann bin ich too big to fail, damit die Verluste auch privatisiert werden. Nein, die werden sozialisiert. Jeder zahlt für die Verluste der Banken, nur wenn die verdienen. Dann stehen sie da großkotzig rum, ein Ackermann, der 25% Eigenkapitalrendite ausgerufen hat und damit auch andere Unternehmen einfach mal so unter Druck gesetzt hat, weil wer kann denn schon außer Banken, die Geld aus dem Nichts schöpfen, 25% Eigenkapitalrendite erwirtschaften? Ja, wenn ich selber Geld erfinden könnte, hätte ich da vielleicht eine Chance. Aber trotzdem schafft die Deutsche Bank es nicht. Die Deutsche Bank ist der kriminellste Haufen, der irgendwo rumläuft, neben der NATO. Ja, sitzen schon wieder drei vor Gericht, weil sie Falschaussagen gemacht haben. Jeder normale Bürger wird schon längst im Knast sitzen, aber die werden sich wahrscheinlich wieder freikaufen. So ähnlich wie es der Ecclestone auch gemacht hat. Ne, für den sind das Peanuts, was er da bezahlt hat. Und das ist ihm auch lieber wahrscheinlich, als für ein paar Jahre in den Knast zu gehen. Also die Deutsche Bank hat ja schon 2 Milliarden zahlen müssen für die Zinsmanipulation und so weiter und so fort. Also Leute, guckt in die Zeitung, in die richtigen, weil in unseren normalen Medien wird das nicht berichtet. Man ist dabei, das Bargeld abzuschaffen. Und wenn das Bargeld abgeschafft ist, dann ist die Geldentwertung durch Negativzins ein Klacks für unsere Banker. Achtet drauf. Ja? Überlegt euch, was er macht. Vielleicht kauft er dann Gold oder so. Und wäre eine Möglichkeit. Ob das dann im Endeffekt hilft, weiß ich nicht. Aber es ist ein ziemlich erschreckendes Zeichen, dass man da jetzt heute schon drüber nachdenkt, das Bargeld abzuschaffen, weil man einen Negativzins einführen will. Und den kann man natürlich wunderbar einführen, wenn man nur Zahlen und Bits und Bytes auf einem Computer hat. Da kann man mal schnell eine Null streichen oder was auch immer. Dann hat man auf einmal statt 1.000 nur noch 100 Euro. Und dann wird uns gesagt, das muss halt so sein. Dann ist die Frage, ob es dann besser ist, Schulden zu machen. Die Leute wissen nicht mehr, wie es weitergehen soll. Und das Grundproblem unseres Systems ist einfach, dass wir Geld mit Geld verdienen wollen. Und das geht nun mal nicht. Man kann nicht zwei Geldscheine aufeinander legen,
die in eine dunkle Ecke, dann fangen die an zu rammeln und dann kommen da kleine Geldscheine raus. Das funktioniert nicht. Aber Banken machen das, indem sie das aus nichts, aus Luft machen. So machen die Geld. Und das ist halt ganz, ganz schlimm. Wir haben